Siprotec 7SX 800. So führen Sie den Retrofit-Umbau durch. Wir zeigen Ihnen die Schritte, die zu einem erfolgreichen Retrofit-Umbau führen. Doch bevor Sie Ihre Anlage abschalten, steht die Planrevision im Vordergrund. Nachdem der Leistungsschalter nun ausgeschaltet ist, lesen Sie die Schutzdaten vom Altgerät aus. Bringen Sie den Leistungsschalter nun in Teststellung. Unter Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln nehmen Sie nun das gesamte Schaltfeld außer Betrieb und schließen Sie die Stromwandlerklemmen kurz. Die abgeklemmten Adern werden entsprechend den revidierten Stromlaufplänen beschriftet. Im Anschluss bauen Sie das alte Schutzgerät aus der Schaltzellentüre aus. Das neue Siprotec 5 Kompaktgerät mit seinem 1/6 Gehäuse ist direkt kompatibel zu älteren Siemens Schutzgeräten. Aufwendige mechanische Anpassungsarbeiten sind nicht erforderlich. Sie können die Geräte 1:1 tauschen. Bei der Neuverdrahtung achten Sie bitte auf die Länge der Aderenthülsen. Um einen einwandfreien Anschluss zu gewährleisten, benötigen Sie Aderenthülsen mit einer Länge von 12 mm. Nach erfolgtem Umbau öffnen Sie wieder die kurzgeschlossenen Stromwandlerkreise und der mechanische Schutzgerätetausch ist abgeschlossen. Vor der elektrischen Inbetriebnahme führen Sie einen Verdrahtungs- und Signalcheck durch. Im Anschluss können die Stromkreise wieder zugeschaltet werden. Das Siprotec 7SX 800 läuft selbstständig hoch. Um die Geräteparametrierung mit der Engineering Software Dixie 5 durchzuführen, verbinden Sie das Schutzgerät 7SX 800 mit dem PC und laden die konfigurierten Files in das Gerät. Der sich in Teststellung befindliche Leistungsschalter wird per Taste eingeschaltet. Zum Abschluss und Test der Schutzabschaltung führen Sie eine Auslösung des Leistungsschalters mit Hilfe der Dixie 5 Software durch. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Trennen Sie nun Ihren PC vom Schutzgerät. Kurbeln Sie den Leistungsschalter aus der Teststellung in die Betriebsstellung. Das Schaltfeld mit dem neuen Siprotec 7SX 800 ist nun bereit für den Betrieb in der Anlage. Im Trailer Siprotec 7SX 800 Migration von Schutzgeräteeinstellungen lernen Sie die einfachsten Methoden kennen, um Geräteeinstellungen von älteren Geräten auf das neue Siprotec 7SX 800 Universal Schutzgerät zu migrieren. Grundlegende Informationen zu Retrofit finden Sie in unserem Webinar. Siprotec 5 Kompakt, das universale Schutzgerät zum Wechsel auf die neueste Schutzgeneration.